Und Start. Das Feld ist unterwegs, die jungen Pferde hier in der ersten Prüfung. Und vorne geht es gleich flott zur Sache mit Capitala. Hat das Kommando übernehmen können. Capitala vorne, verfolgt dann von Knight and Scarlet. Gleich in zweiter Position. Dahinter Mayuna im Nachsetzen. Maiolina rückt jetzt nach, also ist drittes Pferd. Dahinter kommt dann auch Cabanello jetzt besser in die Partie, verbessert sich recht flott mit nach vorne. Es geht bereits in den Schlussbogen. Florentino ist aktuell am Ende des Feldes auszumachen. Das Feld nähert sich hier der Geraden allmählich und vorne weiterhin Capitala hat hier weiter das Heft in der Hand. Dahinter rückt dann Cabanello an der Außenseite in die zweite Position vor Maiolina, dicht auf mit Knight and Scarlet. Dahinter dann Anaconda mit Gonchaga. Es geht in den Einlauf hinein und Capitala vorne attackiert von Cabanello. Capitala mit Cabanello, der greift an. Der wird stärker, dann Maiolina dabei. Maiolina kommt, innen aber Capitala weiter. Capitala innen im Vorteil. Dicht auf sind Cabanello und jetzt kommt hier außen Anaconda. Anaconda wird außen enorm schnell. Anaconda an der Außenseite und innen Capitala. Capitala Anaconda. Capitala Anaconda und dahinter Maiolina. Enges Finale. Ich meine, dass innen Capitala knapp gewonnen hat. Aber wir warten mal, was die Zielrichterin gleich auf dem Zielfoto erkennt. Das erste Rennen in Frankfurt, der Zielanlauf spannend. Hier gibt es Zielfoto zwischen der 5 Capitala und der 6 Anaconda. Auf den beiden ersten Plätzen dritter dann, die 8 Maiolina. Erstes Rennen Frankfurt vorläufig Foto zwischen der 5 und der 6 und dritter die 8. Frankfurt-Niederrad vorläufiger Richterspruch, erstes Rennen. Es siegte die 5 Capitala, zweites Pferd die 6 Anaconda.